Weiter geht's mit Intravenös, liebe Leute. Wir haben eine neue Knarre und zwar die Saiga 12 Couch. Ich weiß aber nicht, ob ich die nehmen will, weil die hat, glaube ich, insgesamt... Doch, ich laufe mit der AK halt super, ne? Wir nehmen die mal mit. Wir gucken mal, wie es läuft. Und wir bleiben beim Rest. Beim üblichen Verdächtigen. So, wir machen hier das Messer mal rein. Warte mal. Messer weg. Hier kommt das Messer rein. Dann gibt es erst die Granaten und dann gibt es die Richtmine. Wir können aber auch vielleicht doch mal Blindgranaten mitnehmen, aber nee. Nee. Und wir nehmen die nächstbessere Panzerarmor. Kevlar oder so mit. Auf geht's. Ich bin gespannt. Alter. Ich meine, lauter geht's auch nicht. Steve, du hattest den richtigen Riecher. Dieser Ladenbesitzer ist niemand anderes als einer der Männer, die Drogen in der Stadt verteilen. Seltsamerweise hat nie jemand erwähnt, wer alles organisiert. Man könnte denken, die würden Kontakt halten. Ich schätze, die kommunizieren über Strohmänner oder in Person, um die Chance eines Lecks zu vermeiden. Und nun, du wirst diesen Ladenbesitzer finden müssen. Ich glaube, dass er ein hochrangiges Mitglied seiner Gang ist. Es interessiert mich nicht, was du mit ihm anstellst. Ich finde einfach raus, wer hinter der ganzen Sache steckt. Du wirst ihn in einer luxuriösen Villa finden. Entweder hat er zu viel Geld oder es interessiert ihn nicht, wie viel er ausgibt. Wie auch immer. Der wird von einer Reihe geübter Männer bewacht. Sehr gut, mehr wollte ich nicht wissen. Rein da. Los geht's. Cool, eine Villa. Aber ich glaube, mehrere Stockwerke gibt es im Spiel nicht. Das wäre auch noch was gewesen. Das wäre auch noch was gewesen. Ein Schlückchen trinken. So. Los geht's. Ja. Finde und befrage den Ladenbesitzer. Okay, nochmal neu. Soll ich mal direkt losballern? Einfach erstmal den ersten finalen Schlag, um aufzuräumen. Oder wir gehen erstmal rein. Ich kann leider nicht zu dem Fenster. Das ist ja, das ist blöd. Ich muss hier drüber gehen. Ich bin halt echt laut, das ist das Problem. Hier ist ein Fenster. Da kann ich rein. Das ist der Videomann. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, er hat's nicht gehört. Glock 19. Ja. Oh nein. Schon wieder? Warum nimmt er denn die Granate in die Hand? Oh, das war knapp. Oh, der hab ich gesehen. Haben die mich gehört? Ich habe auch die dicke... Boah, mein Herz. Den ausknipsen können an der Überwachungsdingens. Nein, ach komm schon. Es ist zum Kotzen, echt. Diese bescheuerte Granate.
Er darf die Granate nicht auswählen automatisch danach. Zum Kotzen. So, Kampfhaus. Okay. Guck mal, hier ist so ein... Oh, das ist auch irgendwie typisch in so Stealth-Spielen, ne? Irgendwie so ein Labyrinth bei einer Villa. Okay, wir speichern mal hier ab. Gibt's doch nicht. Schwimmbecken. Da ist schon wieder Wein. Ist der Wein gut und rein? Trainingsraum. Oh, er kommt zurück. Der geht echt eine komische Patrouille, ne? Das gibt's doch nicht, ich hab mich gesehen. Wer ist der Lichtschalter? Da ist die Lichtschalter. Noch nö, komm schon. Oh Mann, ey. Nee, das Ding ist nix. Brauchen eine neue Knarre. Nochmal. Auch eine 9mm Schallgedämpfte. Aber, doch, ja, die ist ja, aber. Guck mal, Auto. Das ist irgendwas. Lichtschalter. Das ist ein neues Messer. Kann ich leider nicht nehmen. Unterhalten sich zwei. Abstellkammer.
einem Flur das Licht ausmachen. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Knarre. Ich speichere mal hier ab. Nee, das dürfen wir nicht machen, dann sieht er das auf dem Monitor. Der Typ da. Mini-Uzi. Das ist ein, brauchen wir nicht, ne? Müssen wir uns merken, das ist ein Verband. Ich brauche eine andere Knarre. Das ist eine neue Geschallgedämpfte. Oh, das könnte schön werden. Nee, ist unsere. Bandagen, Bandagen. Harte Bandagen. Okay, wir müssen zu dem Überwachungstypen. Von hier aus kommen wir aber da nicht mehr hin. Den Gang hoch. Da, guck. Okay, es geht los. Oh, oh. Die wollen nicht hier reinkommen. Es liegt die Mine da. Schon wieder eine missplatziert hier. Jetzt kommen sie. Na toll. Das merkt ihr, Lappen, ne? Scheiße. Das war sowieso zum Scheißgranate. Na toll. Nochmal, nochmal, nochmal. Okay, wir versuchen direkt zu dem Kameratypen zu kommen. Scheiße.
Ich will dann einfach nur losballern. So, nochmal. Ich krieg die beiden Typen. Scheiße. Nicht. Nee, nochmal. Mann, diese Schrotflinte geht mir um den Sack. Aha. Hey, das geht doch. Das kann ich nur nicht speichern, das ist das Problem. Da müsste ich eine Mine hinlegen. Dann hätten wir direkt keine Probleme mehr. Direkt doppel. Geil. Ich glaube, die KI ist zu blöd. Es ist die einzige Tür. Ich gehe da nicht rein. Wie wäre es, wenn du da rauskommst? Ach, wie cool. Die kommt tatsächlich nicht rein, weil ich hier bin. Na gut, okay, dann komme ich halt raus. Oh, was haben wir denn hier? Ach, das ist die Zeiger. Entschuldigung. Wir speichern jetzt hier ab. Das ist ein guter Punkt. Okay, wir nehmen jetzt die OC. Alter, was haben wir denn da? AK, okay. Sehr schön. Und natürlich mit keiner Munition. Nimm lieber die MP5, würde ich sagen. Das waren die Überwachungskameras. Ich glaube, wir sind immer noch nicht da. Oh, wie kommen wir denn da hin?
Geil, es hat schon eine ziemlich coole Atmosphäre. Und da kommen wir da rein. Das ist auch noch was. Das ist nochmal eine schallgedämpfte Pistole. Die Tür öffnet nur mit einem Schlüssel, mit einer Schlüsselkarte. Gibt eine Möglichkeit, das Schloss zu knacken. Okay. Wahrscheinlich in den Sicherheitsdingens. Aber hier kommen wir rein. Okay. Schlüsselkarte. Ist die Frage, wie die aussieht, wo ich die finde. Ich gehe mal zum Sicherheitsraum. Ich glaube nicht, dass wir bei einem Toten finden. Das wäre ziemlich blöd. Weil die nun mal scheiße zu looten sind, die Typen. Smith & Wesson. Okay, das ist nix. Schieß mal nicht alles kaputt. Irgendwo liegt sie wahrscheinlich. Da war gerade irgendwas. Nee. Also wehe, das ist 100% nicht eine wichtige Knarre. Hier haben wir eine. Riesengroßer Bildschirm. Wir sind noch gut in der Zeit. Okay. Scheiße. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich wette, die liegt irgendwo an einem Computer oder so. Oh, da müssen wir schon hin. Vielleicht hat er die ja. Oh, Ladenbesitzer. Na, sieh mal einen an, wer ist das denn? Zuerst höre ich, dass unser kleine Zuckerfabrik einen Drive-By erlitten hat und jetzt steht da... Ein SEK möchte gern, der mir eine Knarre ins Gesicht hält. Weißt du überhaupt, wie gefickt du bist? Sei still! Ist eine witzige Kugel in deinen Kopf. Wow, hey, schießwütig. Oder nicht von einem heißen Brei herum. Ich sollte nicht überrascht sein. Na gut. Wonach suchst du? Ein bisschen Zucker? Oh, leider haben wir geschlossen. Wir machen im Moment einen kleinen Urlaub aufgrund einer Scheißratte, die sich hier ohne Einladung bereit macht. Oh, er wollte die Knarre ziehen. Angeschossen. Sag mal, wer die Drogen bestellt und die du verteilst und deine kleinen Spielchen. Ein falsches Zucken und ich knall dich ab. Tut mir leid. Ich überlese mich immer.
Ah, scheiße, glaubst du, ich werde dir irgendwas verraten, Wichser? Wenn du es nicht tust, heißt das Game Over für dich. Überleg schnell. Du verlierst eine Menge Blut. Oh, fuck. Ich mach's. Ah, meine scheiß Beine. Sein Name ist Becker. Du bist jetzt sowas von im Arsch, weißt du das? Du passt jetzt lieber ganz schön auf, denn von jetzt an werden Leute rund um die Uhr an deinem Arsch kleben. Ganz richtig, keine ruhige Minute mehr. Ab jetzt musst du ständig auf dich aufpassen. Und das für den Rest deines Lebens. Und ich bin mir sicher, irgendwann pennst du auch kurz mal ein. Du weißt, was dann passiert, oder? Genau, du stirbst jetzt. Genau. Alles mitbekommen? Ja, ich arbeite daran. Nein, jetzt bin ich direkt draußen. Ich muss doch fliehen. Okay, so. Da ist die Schlüsselkarte. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Guck mal, das ist eine Quietscherente im Klo. Ach, das ist das Geldlager. Guck mal. Alter, guck mal. Gott, ich habe ja noch nie so viel Geld gesehen. Hast du einen Koffer voll damit gefunden? Nein. Mehrere Haufen Geldbündel aufeinander gestapelt. Etliche Paletten. Wie diese hier. Noch ein besserer Grund, die Jungs umzulegen. Ohne Scheiß. Können wir das denn jetzt behalten? Ach komm. Ah. Ja, es ist eine neue. Yeah! Cool, der Schlitten sogar zurückgeht. Aber war's das jetzt? Ich meine, guck mal, hier war ja noch ein Hinterdingens. Ach so, da ist nix. Ein Hinterdingenshof, ein Raucherhof. Gehen wir wieder. Ach, ich kann so. Psst. Psst. Psst, psst. Geil. Ist bestimmt was laut, aber. Ist mir egal. Mist. Ich speichere nochmal ab. So, Schluss jetzt hier. Gehen wir. Yeah! Cool. Also, liebe Leute, bis zur nächsten Folge in intravenös. Haut rein.